Head Radical Ref, das leichteste Racket aus der Radical-Familie, aber noch immer ein Schläger, wo ihr sagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Rackets hat. Andy Murray steht am Platz für dieses Racket, das will natürlich etliche Jungen wollen das spielen. Für die sind die anderen Schläger etwas zu schwer und der Schläger von den Spezifikationen her 260 Gramm, 16 Seitenmuster, 98er Schlagfläche, für die Jungen super und definitiv auch für die Frauen. Peter Lerner wird uns noch sagen, ob auch wirklich alles gleich ist von den Spezifikationen, wie der Rahmenaufbau ist, welche Materialien verwendet werden etc. Also der Radical Ref Graphene ist, eben wie der Alex schon gesagt hat, aus der Familie der Radical Schläger der leichteste mit 260 Gramm. Damit aber da ein bisschen ein Dampf entstehen kann und ein bisschen ein Zug, ist er relativ kopflastig mit 360 mm Balancepunkt. Ja, und ein Schläger, der sicherlich für die Jugendlichen ein sehr guter Einstiegsschläger ist. Für uns oder auch für mich in dem Fall war er eine Spur zu leicht. Es war ganz angenehm, wenn wir die Bälle hin und her schieben und ein bisschen was tun. Wie ich mit dem Stefan gespielt habe, ist er mir dann etwas zu leicht geworden. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Wahrscheinlich, wenn du den kontrollieren kannst, reicht es noch immer. Aber wo würdest du den Schläger angesiedelt sehen? Ja, also ich finde, allein durchs Gewicht ist der definitiv für gute Juniors gedacht. Man muss schon ein bisschen was können, sprich, das sind Juniors, die in der Woche fünfmal spielen, sage ich jetzt mal. Da ist das sicherlich der perfekte erste Erwachsenenschläger, den die spielen können, und in späterer Folge können sie ja dann mit dem Gewicht nach oben gehen. Also, Einsatzbereich, wirklich die ambitionierten jungen Spieler. Und die sollen wirklich mit dem Racket eine gute Technik entwickeln können, weil auch das Gewicht passt und der Schläger wirklich zieht und sie auch unterstützt dabei, ohne dass die Kontrolle leidet. Aber ich würde ihn auch im Damen-, im Frauenbereich sehen, wo man eben mit den 260 Gramm wirklich eine echte Unterstützung auch vom Racket kriegt, weil manche Schläger dort einfach zu schwer sind.